Hallo, hier Daxel mit 4.2 Part 2. Ja, wir haben jetzt gerade hier überlebt. Beim letzten Mal haben wir eine Explosion überlebt, sind in ein Labor gekommen, haben alle gerade so überlebt, als wurden irgendwelche Versuche an uns gemacht. Was soll ich noch erzählen? Und es gibt noch so einen Typen, der Snakefist heißt und uns irgendwie beobachtet und Tipps gibt. Ja, I don't know, ob das jetzt gut sein wird oder nicht, aber wird schon irgendwie schief gehen. So, ja, und wir haben jetzt auch eine Schrotflinte dazu bekommen. Gerade frisch. Und wir haben Granaten schon wieder voll. Das gerade wieder zu. Das habe ich in der letzten Folge auch schon bemängelt, dass man eigentlich immer viel zu viel Munition, zumindest in den ersten Teilen, gibt. Ich weiß nicht mehr, wie das in der zweiten Teil war. Wie bereits gesagt. Hört mich jemand? Ich höre jemanden weinen. Klingt wie eine Frau. Ich werde das prüfen. Okay. Jay Fox will was überprüfen. Okay. Oh, hier kann man wieder gut das absahen. Ich wollte schon wieder mit X Taschenlampe anschmeißen. Ah. Okay. Dreimal. Hier wäre wahrscheinlich irgendeine Datei gewesen. Ja. Was? Wo lang müssen wir jetzt? Da lang oder hier lang? Oder irgendwo lang? Na, schau mal, was da hinten ist. Da müssen wir hin. Moment. Ich schau erstmal, ob. Ich weiß halt so ungefähr noch die ganzen Wege. Es kann sein, dass ich das hier mit etwas verwechselt, was später kommt. Hier wäre meines Erachtens eine Spritze gewesen. Also ist das dann wirklich alles weggesperrt. Alles klar. Da müssen wir später da durch. Ja, habe schon was vorweggenommen, aber. Come on. Okay. Beckett, hier drüben! Begeben Sie sich zum THK-Labor. Machen wir doch. Da haben wir dann alles. Allerhand von Zeug. Und die hat irgendwie da. Ich bin froh, dich zu sehen. Ach, da. Na ja, ich auch. Wir haben nicht viel Zeit. In die Kammer. Beeilung. Ja, ja. Sehr gut. Aber. Doc, das wird ihn doch wohl nicht sterilisieren oder so. Das wäre die letzte meiner Sorgen. Stillhalten. Dauert nicht lang. Runter! Wir müssen weg! Nein! Uns bleibt keine Wahl! Komm nach Hause, Beckett! Geh nochmal zurück, vielleicht gibt es einen anderen Weg! Bestimmt! Komm einfach ganz schnell hierher! In einem Stück! Ich halte sie auf, solange ich kann! Oh, okay. Guten Morgen, Herzchen. Sie gehören zu Projekt Harbinger. Warum sonst sollte Aristid Sie hierher bringen? Commander, wir sahen Sie auf dem Weg zum Haupteingang. Verstanden, ich komme. Sie darf nicht entkommen. Samuels, beende das hier. Der Lutscher geht nirgendwo mehr hin. Ach, weiter das. Oh.
Okay. Oh nein. Das war jetzt nicht so glücklich. Ah, ich habe das zu früh aufgenommen gehabt. Egal. Ich glaube, wir kriegen dann nochmal später was. Maschinenpistole kriege ich auf jeden Fall wieder frei, ohne Probleme. Schrotgewehr, ja, das könnte ich jetzt mal benutzen. Achtung, Granate! Gut. Super. Na, komm, nimm auf. Gott, oh Gott. War jetzt blöd, wenn ich hätte es einfach so rauskennen können. Egal. 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 Ich war jetzt immer so gewohnt, immer anzusagen, dass ich einen Cut mache. Ansonsten. Also, aber. Ich brauche Hilfe! Unmöglich! Bitte. Gut. Ich dachte, weiter hinten wären nochmal Granaten gewesen. Oh, habe ich gerade. Sorry, wenn ich ab und zu was doppelt sage. Zurück und hab Zeug geholt. Also vor allem Leben. Was wir ja gut gebrauchen können. So. Beckett, ich finde Aristide nicht. Sie muss panisch geflohen sein. Halt Ausschau nach ihr. Okay, machen wir. Scheint so zu sein. Ah ja. Hieran erinnere ich mich. Ein Amerikan-Team für verdeckte Operationen hat sie von Lieutenant Stokes getrennt. Wurde aber auf unerklärliche Weise ausgelöscht. In dem Chaos hat Lieutenant Stokes, Leutnant, Jennifer Aristide aus dem Augen verloren und versucht nun sie wieder aufzuspüren. Derweil suchen sie nach einem anderen Weg. Jemand mit dem Namen Snakefist oder Decknamen Snakefist hat ihnen geholfen, doch seine Motive sind unklar. Yep. Hm. Dann was raus, soll ich meinen? Leg die Ladung an die Stützen. Okay, Brandgranaten? Angreifer! Niemals! Solange wir noch die anderen haben, werde ich erstmal die nutzen. Oh. Okay. Da stand ein bisschen lange einfach dumm herum. Egal. Ausschalten! Klappt. Okay, jetzt nutzen wir erstmal die hier wieder.
können halt ziemlich viele Leben mit einem abziehen, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen Panik. Eigentlich weil ich die Pistole und ich andere Waffen. Okay. Gut. Das brauchen wir zum Glück noch nicht. Okay, dann können wir hochgehen. Okay, jetzt kann ich eigentlich wieder auf die anderen Granaten umsteigen. Was wir irgendwie noch nicht wirklich brauchen. Zum Glück. Für die Stellen ist die halt echt perfekt. Ich werde sie sehr wahrscheinlich auch noch sehr lange beibehalten. Wahrscheinlich bis kurz vorm Finale. Weil man mit der echt gut durchkommt. Ah. Nein, nicht die. Ja, ihr seht, ich wechsle immer wieder durch. Das ist so eine Angewohnheit. Also, dass ich statt 9 nachzuladen, immer eher die Waffe wechsle. So, jetzt müssen wir nicht nochmal runter. Okay. Gut, ja, wir haben aber sowieso alles voll. Das ist so unnatürlich. Verdammt, was machen Sie noch hier drin? Die jagen den Laden gleich in die Luft. Ah, Snakefist. Ich habe mich schon gefragt, wann wir uns wiedersehen. Warum helfen Sie uns? Weil ich weiß, dass wir alle sterben, wenn Sergeant Beckett stirbt. Das hat mit Projekt Harbinger zu tun. Erkläre ich später. Bewegung. Gut, rede weiter in Rätseln. Das kann ja ziemlich gut. Bisher. Okay, dann müssen wir wohl hoffentlich nicht nochmal zurück. Gehen wir weiter voraus. Ob das jetzt gut ist, wissen wir ja nicht. Feuer. Was ist unten los? Oh nein. Keine Antwort. Sollen wir das prüfen? Runter! Ich weiß nicht, ob das hier sinnvoll ist. Das scheint der Hauptweg zu sein. Mal schauen, was da hinten ist. Oder ist das einfach nur der gleiche Weg? Ne, hier ist einfach nur der Sackgasse. Cool, war vollkommen umsonst. Nein, nicht ganz. Halt es wieder. Okay. So, ich lade nochmal das nach. Okay, ist ja voll. Gut, mal schauen, was jetzt kommt. Ich befürchte. Fox hier. Hier ist keiner zu sehen. Ich gehe zur Radiologie. Hier stimmt was nicht. Ich fürchte, jetzt kommt gleich ein nerviger Gegner. Ich nehme wieder das. Das könnte jetzt nervig werden. Oh.
So, zur Sicherheit. Ah, hier haben wir noch was. Was war das? Genau so möchte ich das haben. Brandgranate und dann gehen wir auf die Brandgranaten. So, jetzt haben wir das. Ich werde die auch dann gleich benutzen, aber jetzt in dem Gefühl ist es, glaube ich, nicht so gut, weil es viel zu eng ist. Obwohl, vielleicht ist es genau deswegen gut. Ja, mal hier nochmal nachladen. Und weiter geht's. Okay, boah, schauen wir mal. Ich erinnere. Ach, tust du das? Cool. Wahrscheinlich weiß ich hier. Keine Ahnung. Gehe ich von aus. Achso. Das war jetzt doof. Ich bin ehrlich, ich benutze es eigentlich so gut wie gar nicht, deswegen verballere ich das momentan. Weil. Wozu? Also, wozu etwas beibehalten, weil man es sowieso am Ende nicht großartig nutzt? Ist das nicht so gut? Nein, das doch nicht! Okay, nehmen wir das mal auf. Ich hätte da hinten nochmal irgendwo leben. Kurzer Cut. So, da bin ich wieder. Okay. Schauen wir, ob es hier irgendwie was. Also, Granaten muss ich mir eigentlich auch keine Sorgen machen. Kriege ich eigentlich auch immer hinterher geworfen. Okay, oh komm. Gut. Warte mal. Oh, was haben wir hier? Das ist eine Granate. Ja. Brauche nicht. Okay. Mist, hab ich's doch geahnt. Und was jetzt? Alma, sie will sicher Sergeant Beckett. Sein telästhetisches Profil ist ungewöhnlich. Ich denke, sie kann ihn spüren, auch ohne Verstärkung. Hey, Snakefist, wer ist denn Alma eigentlich? Sie ist die Mutter der Apokalypse. Snakefist, Ende. Mir fehlen die Worte. Zutreffend. Oh, fanden wir ihn. Einer von denen muss ihn erwischt haben. Sicher? Schau mal hin. Da
Schauen wir uns gleich an. Granate! Granate! Foto bewegen. Oh Mann. Okay, hier ist, glaube ich, jetzt nichts weiter in der Kommen. Gehen wir weiter. Jetzt kommen wir hier nicht ran. Na egal. Wir haben eh genug. Und wieder ein Bad. Und wieder. Diesmal ist hier überhaupt nichts. Why not? Das wird definitiv die nächste Waffe sein, die einfach wegfliegen wird. Bleibt's bessere. Sehr viel bessere. So, ja, wir bleiben bei der Splittergranate. Da haben wir eigentlich. Da kriegen wir auch immer mehr als genug. Musik sagt Action. Klar. Ja, Pech. So Deckung. Oh, immer diese Deckung. Oh Gott, das ist so weitläufig gerade. Beruhigende Atmosphäre. Okay. So viele. Na, Shotgun kann ich wieder benutzen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zu mir zurück. Egal. Okay, jetzt haben wir das wieder voll wahrscheinlich. Bin ich immer noch kurios, dass wir das in so großen Massen bekommen. Seite ran. Auch hier wird wahrscheinlich immer nur so ein Deadbed oder. Okay, wir kriegen Splittergranaten. Ich will mich nicht beschweren. Nee, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da halt noch irgendetwas gegeben hätte. Warte mal, wir sind gerade von. Ah, müssen da lang. Joa. Okay. Und weiter jetzt. Ich habe nur noch mal eine Granate geholt. Schau mal, was es hier so gibt. Außer Dunkelheit. Ihr sollt auch mal die Taschenlampe wieder machen.
Ja, Route 4 hat den da reingezogen. So viel zu hab ihn. Okay. Ich muss die Waffe endlich mal loswerden. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, Fische sind schon wieder weg. Strange. Müssen wir wohl weiter, obwohl es schon wieder ausgekreuzt ist. Beckett, ich habe eben Aristid in einem Aufzug verschwinden sehen. Ich werde sie einholen. Seht zu, wie ihr herauskommt. Wir treffen uns draußen. Okay. Machen wir das. Okay. Falls wir Leben brauchen, wir wissen, wo wir hin müssen. Okay. Ich weiß, was ich jetzt brauche. Dann schauen wir mal. Die Viecher können richtig nerven. Schaust du, was da? Wo ist der hin? Okay. What the hell? Ja, die Viecher sind halt... Can he see? Ah. Was? Was steht hier? Elaborate. Ich weiß nicht, was das alles heißen soll. Sieht krank aus. So. Und die Folge wird auch gleich enden. Ich gehe erstmal hier rüber. Ah, hier hoch. Okay. Ich will auch nicht mal allzu lange machen. Also, ich würde noch eine Folge. Mach mal, das nervt mich gerade. Ich würde noch eine Folge machen und dann war's das dann schon für heute. Ja, eigentlich habe ich auch schon mehr erreicht, als ich eigentlich bisher wollte. Ja, schauen wir mal, wie das so funktioniert. Dies war es jetzt erstmal von der zweiten Folge von 4.2 Project Origin. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Darksaber. Bis dann.